Also dann wünsche ich allen hier einen schönen Tag und dass Sie die Zeit finden, zu diesem Vortrag zu schauen. Nebenbei läuft jetzt gerade einer über die österreichische Stromversorgung. Wir kümmern uns nicht darum, bei uns kommt der Strom aus der Steckdose und bin also sehr dankbar, dass Sie hier sind. Darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Dietmar Thaler, ich bin vom Berufswegen eigentlich Meteorologe, arbeite für das österreichische Bundesheer und habe in den vergangenen Jahren immer wieder kleine Vorträge gehalten über im Wesentlichen beiden verwandte Probleme. Wenn ich jetzt etwas über Darktable erzähle, dann als absoluter Laie und Amateur, der dieses Werkzeug seit geraumer Zeit verwendet. Ich bin selber Amateurfotograf schon seit sehr vielen Jahren. Ich kann es nicht gut, aber ich mache es sehr gern und so soll es ja auch sein. Und wenn ich Ihnen da ein bisschen was über dieses Programm präsentieren darf, nachher genügt mir das schon. Zunächst einmal, was ist Darktable? Darktable ist eine freie Software zur Aufbereitung und Verwaltung von Digitalfotos. Verwaltung ist in meiner Anwendung eher im Hintergrund, aber natürlich die Aufbereitung von Digitalfotos, das ist eine wesentliche Funktion von Darktable. Wie gesagt, freie Software, GPL3, 2009 erstmals veröffentlicht von Johannes Hanniker. Aktuell ist die stabile Version 2.4. Wesentliche Charakteristika sind, dass Originalbilder nicht verändert werden, die bleiben so, wie sie sind und sie werden nur durch sogenannte Sidecar-Files wird die Veränderungsbeschreibung vorgenommen. Programmiert ist es in C und dem GTK Plus Toolkit und es lässt sich skripten mit Lua, habe ich keine Erfahrung darin, aber es funktioniert grundsätzlich. Es lehnt sich an in der Benutzerführung ein bisschen an Adobe Lightroom. Wenn jemand von Ihnen Fotoprofi ist, ist jemand Profi von Ihnen, der das berufsmäßig macht? Ja, gut. Dann sollte er am besten dabei bleiben, weil Adobe Lightroom wirklich sehr gut durchdachte Software ist. Leider kostet sie Geld. Und daher verwende ich sie nicht. Rechner war schon teuer genug und die Kamera sowieso. Wann benötigt man Darktable? Wenn man eben die volle Qualität aus seinen digitalen Bildern erhalten möchte. Systemkameras speichern die Bilder ja nicht in einem Standardformat, sondern die haben ihre eigenen sogenannten RAW-Formate. Nikon nennt das NEF-Format. Der Vorteil besteht darin, dass also sämtliche kamerarelevante Information drin ist. Die Bittiefe ist an dem aktuellen Stand angepasst. Das ist ja bei den meisten modernen Systemkameras inzwischen bei 14 Bit, aber auch 12 Bit. Und das geht also deutlich über diese 8 Bit Tiefe von JPEGs hinaus. Der Vorteil ist eben die volle Bildinformation, die drin ist. Der Nachteil ist, dass man diese Bilder nicht einfach so anschauen kann. Also ein Doppelklick drauf und man hat keine Vorkehrungen getroffen, führt zu gar nichts. Also kaum wo, dass man die out of the box betrachten kann. Man braucht dazu einen RAW-Converter oder ein Programm, das das erlaubt. Das wäre aber schade. Man macht dann wesentlich kompaktere Bilder draus, also JPEGs oder PNGs oder was auch immer. Die Verfügbarkeit von Darktable ist sehr breite. Grundsätzlich, glaube ich, ist einmal wirklich auf Linux entwickelt worden, aber es gibt es auch für macOS, FreeBSD, OpenSolaris und seit letztem Jahr, ich glaube im Oktober oder November ist es rausgekommen, auch eine Version für Windows, die schon ganz praktikabel läuft. Das heißt also, wenn einer von seiner Bürosoftware nicht wegkommt, dann könnte er versuchen, Darktable für Windows zu installieren. Habe aber keine Erfahrung damit, ich verwende es nur unter Linux. Die Installation geht relativ komfortabel, also entweder ist es schon mitgeliefert in einigen, also in den Standard-Repositories von Ubuntu, Debian oder so. Meistens sind dort aber ältere Versionen drin und wenn man eine jüngere oder neuere Version haben möchte, also die aktuelle stabile oder
gar so eine Bleeding Edge Version, eine Testversion, dann sollte man sich auf der Seite von Darktable schlau machen. Man findet dann auch Links für Fremdrepositories, die man dann verwenden kann. Immer der Hinweis darauf, die können unter Umständen Schadsoftware enthalten. Bis jetzt habe ich noch nichts gemerkt, aber könnte ja sein. Risiko bleibt immer da. Und dann installiert man es über diese standardmäßigen Befehle unter Debian oder unter Linux nach dieser Version, unter Unix. Ubuntu. Dokumentation ist sehr umfangreich, leider nicht in Deutsch, also in vielen Sprachen, aber es hat sich noch keiner die Mühe gemacht, die Dokumentation ins Deutsche zu übersetzen. Man findet quasi inoffizielle Dokumentationsseiten, die sich die Mühe geben, dort etwas auf Details einzugeben. Man möchte meinen, es ist eh wurscht, wir können eh alle Englisch, das ist nicht das Problem. Das ist richtig, allerdings sind die Programme selber ins Deutsche übersetzt. Wenn man es standardmäßig bei uns installiert, hat man eine deutsche Benutzerführung, aber englische Dokumentation dazu. Und das gibt dann oft so, na, was heißt das jetzt gerade auf Deutsch oder auf Englisch oder wo finde ich das? Funktioniert in der Regel ganz gut, aber kann gelegentlich lästig sein. Aber leider derzeit noch nicht wirklich vermeidbar. Zunächst einmal, kurze Klammer auf, was ist ein Foto? Wir alle wissen, was Fotos sind, glauben wir zumindest zu wissen. Ich denke, man könnte ein bisschen eine technische Abstraktion nehmen. Ich bin Meteorologe, habe sehr viel mit Bildern zu tun, auch mit Satellitenbildern, Wetterkarten etc. Und wenn man so etwas hat, ist es zunächst einmal ein zweidimensionales, es ist nicht dreidimensionaler Foto, und ein statisches Modell der Wirklichkeit. Das heißt, es ist keine Bewegung im Foto drin und es muss irgendwie die Dreidimensionalität komprimiert werden auf eine Zweidimensionalität. Gewonnen ist es eben in der Regel von Objekten, die Licht reflektieren, emittieren oder streuen, elektromagnetische Strahlung in aller Regel. Dann trifft diese Strahlung durch ein geeignetes System, das kann ein Linsensystem sein, üblicherweise bei Standardfotoapparaten ist es das, gibt aber auch andere Systeme, auf etwas, das diese Information konserviert, entweder chemisch, so wie das früher war mit dem klassischen Film, oder, wie man das heutzutage eher macht, auf elektronisch-physikalischem Weg. Und wird konserviert. Und nach geeigneter Bearbeitung kann man daraus etwas gewinnen, das von Menschen betrachtet werden kann. Ich sage es bewusst von Menschen, könnte auch von Tieren sein, aber es braucht, um ein Bild interpretieren zu können, wieder eine gewisse Form der Intelligenz dahinter. Das heißt, nicht jedes Wesen, das sehen kann, erkennt ein Bild als ein Bild, sondern das ist für den wirklich nur das, was es ist, eine Fläche, über das man drüber krabbeln kann oder was auch immer. Und wichtig zu wissen, es gibt eben keine unbearbeiteten Fotos. Das heißt, man hört hin und wieder auch in so Fotojournalen oder wo auch immer unter Fotografen, meist noch alter Schule, er bearbeitet seine Bilder überhaupt nicht, er nimmt sie so, wie sie aus der Kamera kommen. Das gibt's nicht. Das hat es früher nicht gegeben und gibt's heute auch nicht. Früher musste der Film entwickelt werden nach einem bestimmten Prozess, der vielleicht normiert war. Dann hat man Dias gehabt, die waren relativ reproduzierbar. Aber sobald man schon Abzüge davon gemacht hat, waren die natürlich hoch manipuliert, weil es anders nicht geht. Und jetzt erst recht, also das elektronische Bild in der Kamera muss irgendwie sichtbar gemacht werden. Und dieser Prozess, ob jetzt bewusst oder unbewusst, bedeutet immer eine Bearbeitung. Also es wird die Rohinformation interpretiert und eben modifiziert dabei. Wenn wir jetzt zum Programm selber gehen, das hat verschiedene Views oder Modi. Die Modi, mit denen ich mich beschäftigen werde, da jetzt ein bisschen, das ist einerseits der Leuchttisch, der Light Table, wo man also Bilder auswählt und bestimmte Grundinformationen, also Grundmanipulationen vornehmen kann. Und dann die eigentliche Dunkelkammer, der Darkroom, in dem man das digitale Bild dann entwickelt, unter Anführungszeichen. Das heißt, dass er dann so manipuliert, dass man es dann exportieren kann als JPEG oder was auch immer und quasi diesen Vorgang
abschließt. Das Programm selber beinhaltet auch noch andere Modi, einen Modus zur Kamerasteuerung. Man kann, wenn man georeferenzierte Bilder hat, also Besitzer hochwertiger digitaler Spiegelreflexkameras, vornehmlich von Nikon, die werden mit solchen Dingen nicht belastet sein, weil dort wird keine georeferenzierte Information automatisch mitgeliefert. Das muss man sich dort dann teuer dazu kaufen. Wer ein Handy hat, kennt das natürlich besser. Also da könnte man dann seine Bilder georeferenziert nachschauen auf irgendwelchen Karten. Dirschau kann ebenfalls bereitgestellt werden von dem Programm Darkroom. Darktable ist allerdings bei mir wenig in Verwendung, weil durch eher beschränkte Rechenleistung, die ich zur Verfügung habe, das nicht sehr kribbelig ist. Das heißt also, jedes einzelne Bild wird aus dem RAW dann wieder quasi neu entwickelt bei der Präsentation. Und das ist etwas langwierig und je nachdem, wie viele Bearbeitungsschritte drin sind, hängt das einmal eine Zeit lang oder nicht. Bei hinreichend guter Rechnerkapazität mit hinreichend guter Grafikkarte wird das sicher auch funktionieren. Dann ist noch ein eigener Modus für den Ausdruck vorhanden. Wer selber jemals probiert hat, Bilder, die auf dem Computer irgendwie ganz gut ausschauen, versucht hat, auf seinen Drucker zu bringen, wird wissen, dass das keine triviale Aufgabe ist. Man muss da also sehr mit dem Farbmanagement mehr oder weniger professionell arbeiten. Nachdem ich das auch nicht mache und noch nie ein Bild tatsächlich so ausgedruckt habe und schon gar nicht über Darktable, kann ich dazu nichts sagen. Also im Wesentlichen die beiden Views, Lighttable und Darkroom, Leuchttisch und Dunkelkammer, über die ich jetzt ein bisschen berichten werde. Wenn man Darktable das erste Mal aufruft, dann bekommt man diesen Anblick. Es ist einmal der leere Leuchttisch, es ist noch nichts passiert. Man muss erst schauen, dass man Bilder importieren kann, dass man sie reinbekommt. Das passiert über die Programmpunkte auf der linken Seite, die Sie da sehen, also importieren, Bilder sammeln etc. Auf der rechten Seite sind schon die ersten einfacheren Manipulationen drin. Schauen wir mal. Ja, Bildverzeichnis importieren. Ich importiere meistens, wir werden das dann vielleicht kurz sehen, Verzeichnisse. Und kriegt man eine übliche Aufrufbox und dann importiert man die und danach schaut es dann so aus. Das heißt, man ist dann auf dem Leuchttisch und kann dann entweder mit der Maus einzelne Bilder auswählen oder man kann mit den Cursor-Zeigern herumwandern, sich die Bilder anschauen, durchscrollen. Man kann auch mehrere gleichzeitig quasi auswählen. Durch Drücken der Z-Taste kann man ein einzelnes Bild in der Vorschau übernehmen. Man sieht dann ein Bild in der mehr oder weniger unbearbeiteten Form oder in der vorbearbeiteten Form, wie es einerseits aus der Kamera kommt und wo ganz wenige Vorbearbeitungen durch Darktable schon vorgenommen wurden. Und stellt sich da so dar, kann man das beurteilen. Man könnte auf dieser Stufe auch schon, wenn man nochmal zurückgeht, man könnte auch schon eine Klassifizierung vornehmen, Punkte und Sternel und Farben vergeben. Mache ich persönlich auch selten, könnte man mehr nutzen, um also mehr Spreu vom Weizen zu trennen. Ich mache das dann etwas anders. Ein weiterer interessanter Punkt ist da links dann dieser Punkt Bildinformationen. Da bekommt man die gesamten EXIF-Informationen des Bildes, also welche Kamera, Kamerahersteller, welches Objektiv, Brennweite, Entfernungseinstellung und was auch so die Kamera mitliefert ins Bild hinein, lässt sich da ablesen, auch die ISO-Einstellungen. Grundsätzlich hätte man vorher schon einen Titel vergeben, wäre der dann auch drin und viele andere Sachen. Verwende das nur zur groben Information, damit man ungefähr weiß, mit welcher Kamera oder welchem Objektiv das gemacht wurde. Ein nächster Punkt, nämlich rechts, ist
so Speicheroptionen, also diese Auswahlliste Speicheroptionen, da sollte man sich einstellen, den Ort, wohin man seine entwickelten JPEGs gespeichert haben möchte. Ich persönlich habe das bei mir immer getrennt. In einem großen Ordner sind alle RAWs, in einem ganz anderen großen Ordner sind alle JPEGs drin. Man kann aber auch in seinem RAW-Ordner, wenn man jetzt gar nichts macht, ist eine Vorstellung, dass man innerhalb seines RAW-Ordners einen Unterordner kriegt, wo dann die entwickelten Bilder hineinkopiert werden. Solange man da nichts ändert, bleibt die Einstellung erhalten. Sonst muss man das halt persönlich und individuell anpassen. Man kann auch dann das Ausgabeformat bestimmen, also ob JPEGs oder BNG oder TIFF. Das wäre ebenfalls möglich. Eine andere Möglichkeit, wenn man da drunten schaut, da ist jetzt da nichts eingetragen bei mir, aber Vergrößerungen erlauben bzw. die groben Maße festlegen. Also moderne, hochauflösende Digital-Systemkameras, die liefern schon ganz recht große Bilder. Also was ist so ein 36-Megapixel-Bild von einer Nikon 810, das sind so 7000 mal irgendwas große Bildfiles, die sind in aller Regel viel zu groß für den persönlichen Bedarf, die braucht man nicht so groß. Wenn man sich das begrenzen möchte, schreibt man da zum Beispiel 4000 rein, dann werden die also nur auf 4000 Megapixel maximal vergrößert. Wenn man das Original größer haben will, muss man es halt noch einmal neu einstellen. Dann, wenn wir ein Bild ausgewählt haben, wechselt man mit einfach dem Drücken der Taste D oder Doppelklick in Lightroom in diesen Modus der Dunkelkammer hinein und dort steht dann wieder einiges zur Auswahl. Rechts sieht man ein Histogramm, üblicherweise mit den drei Farben und hat dann schon eine erste Information, wie die Helligkeitswerte im Bild verteilt sind. Das sieht man dann schon recht komfortabel. Man könnte auch dort anfangen, Kontrast und Helligkeit etwas zu verschieben im Histogramm. Das braucht ein bisschen ein Gefühl mit der Maus. Ich mache das üblicherweise nicht, sondern verwende dann diese reichhaltigen Tools, die hier dann zur Verfügung stehen, sortiert in verschiedenen Gruppen. Also man hat hier mal eine Gruppe der eingeschalteten Tools, die gerade in Verwendung sind. Hier hätte man eine Gruppe von Favoriten, die man sich selber zurechtlegen kann. Da ist dann, wenn man dann weitergeht, die Basisgruppe, wo also die Programmierer und Entwickler dieses Werkzeugs der Meinung waren, dass das die wichtigsten Module zur Bearbeitung beinhaltet. Helligkeitsgruppe, die also im Wesentlichen für die Kontrolle der Helligkeit verantwortlich ist. Farbgruppen für Farbfestlegungen, Korrekturgruppe, da sind dann solche Sachen drin wie Objektivkorrektur, dass man Entzerrungen korrigieren kann und gewisse andere Dinge. In der Effektgruppe ist dann einiges drin, wo man dann so fortgeschrittenere Bearbeitungsmöglichkeiten findet, wie Perspektivkorrektur oder solche Dinge. In der Grundeinstellung sind diese Gruppen nur sehr spärlich befüllt, aus dem Grund, dass man sich beim Bearbeiten als Anfänger nicht völlig dann verloren findet. Es gibt weiter drunten noch die Möglichkeit, weitere Module hinzuzufügen und es gibt ordentlich viele Module, ich weiß, kann jetzt gar nicht sagen, wie viele, also viel, viel mehr, als ich persönlich verwende. Die kann man sich dann noch dazu schalten und die wird dann automatisch in eine der Gruppen zugeordnet. Man kann sie auch durch einen Doppelklick mit einem Sternerl versehen, ist in der Favoritengruppe. Also man hat dann unerhört viele Möglichkeiten. Vielleicht kommen wir noch dazu, bin mir nicht sicher, in einer Live-Bearbeitung das nach dem Vortrag ein bisschen auszutesten. Wenn man diese ganzen Bearbeitungen vorgenommen hat, dann hat das Bild sich verändert. Also in dem Fall ist eine Schärfung vorgenommen worden, noch glaube ich, dann so ein paar Kontrastmanipulationen. Der Hintergrund ist dunkler gemacht worden. Dann, wenn man genau schaut, man wird es dann später vielleicht sehen. Ja. In diesem Fall, ob mit verschiedenen Ebenen gearbeitet wird, war die Frage. Die Antwort ist, verschiedene Ebenen, nein, aber man kann verschiedene Bearbeitungsstufen augenblicklich wieder zurücknehmen.
Also man kann, jede Bearbeitungsstufe ist reversibel. Man sieht hier, wenn man schaut, diese Bearbeitungs-History, wenn man so will. Und sobald ich da einen anklicke, wir werden es dann später vielleicht im Live-Betrieb sehen, ist diese wieder zurückgenommen. Okay? Hier sind eben diese Bearbeitungsschritte aufgeführt und man kann also jeden einzelnen Bearbeitungsschritt könnte man anklicken, man ist dann wieder zurück. Vielleicht sehen wir es später noch, wenn genügend Zeit bleibt. Und dann kommt große Zauberfinger. Man kann also überall in Steuerung E drücken und das aktuell markierte Bild wird dann exportiert in den JPEG-Modus oder wo auch immer man das dann vorher festgelegt hat, kommt das JPEG dann hin. In dem Fall schaut es dann bearbeitet so aus. Zum Vergleich, die quasi unbearbeitete Form hat so ausgeschaut. Also man kann dann auch, wenn jemand genau schaut, dann sieht er hier einen kleinen Schönheitsfehler, da ist ein kleines Punkterl drin, habe ich mir erlaubt, da quasi wegzuretuschieren. Auch das geht, solche Bearbeitungsschritte sind drin, aber natürlich nicht jeden Schönheitsfehler beseitigt. Gut, also noch einmal zusammengefasst, der einfachstmögliche Workflow in Darktable ist, also besteht darin, in den Lighttable auf den Leuchttisch Bilder zu importieren, am einfachsten über ein Verzeichnis, dann unter Ausgewählte exportieren, in diesem Menüpunkt ein Zielverzeichnis festlegen, wo die JPEGs hin sollen und im Darkroom dann gewisse Basiskorrekturen vornehmen, ein paar werden automatisch gemacht, es empfiehlt sich dann dazu noch die Objektivkorrektur dazu zu nehmen und das Entrauschen nach Profilen, da wird also je nach wo sind wir stehen geblieben? Ja, bei Darkroom die Bearbeitungsschritte festlegen. Man kann sich Bearbeitungen, die man immer wieder durchführt, abspeichern, mehrere Schritte in einen sogenannten Stil, den man dann extra applizieren kann. Und Helligkeitsgruppe Werte anpassen ist ganz wichtig, weil das passt meistens nicht. Man kann das am Histogramm erkennen, dass man dort Anpassungen vornehmen soll. Und dann mit Steuerung E, das ist also der Zaubergriff, Steuerung E, das Bild dann dorthin exportieren, wo man es vorher festgelegt hat. Mein privater Workflow, ich möchte nur ganz kurz schildern, hat einen gewissen Vorlauf. Ich nehme die Bilder aus der Digitalkamera, indem ich die SD- oder die CF-Karte herausnehme, diese dann mit einem privaten Tool importiere in ein separates Verzeichnis, das ich mir dann mit dem Programm Geeky, das ist ein RAW-Betrachter, ein RAW-Bildbetrachter anschaue und rigoros ausmiste, weil üblicherweise hat man ja viel zu viele Fotos und das Problem besteht nicht darin, dass man zu wenig hätte, sondern eher daran, dass man aus den vielen diejenigen auswählt, die man dann wirklich behalten möchte. Und wenn dann ein Zweifel existiert, behalten oder nicht behalten, dann heißt das schon nicht behalten. Also nur zweifelsfreie Bilder behalten, kann das nur jedem empfehlen, sonst bekommt man auf eine Sammlung, die man nie mehr wieder überblicken kann. Und erst wenn das erledigt ist, kommt es bei mir persönlich in ein Verzeichnis mit dem Namen RAW, der Jahreszahl, den Monat und nur irgendeine Ergänzung dazu. Also üblicherweise in einem schwachen Monat ist dann nur der Monat da oder Ausflug nach Wien oder irgendwelche Ergänzungen. Das ist meine persönliche private Datenbank. Alles andere hat sich nicht bewährt. Habe das auch schon versucht, aber man wechselt dann die verschiedenen Programme und dann passt die alte Datenbank vom alten Programm überhaupt nicht mehr. Also ich hatte schon in Verwendung RAW Therapy, das ist ein Programm, also ebenfalls ein Open Source Projekt, das mir aus verschiedenen Gründen nicht gepasst hat. Dann eine Zeit lang habe ich von Corel gibt's was, Corel Aftershot Pro für Linux, kann man kaufen, kostet nicht viel Geld und alle haben andere Datenbankroutinen, also die Speicherung und die Sortierung übernimmt man besser selber und kümmert sich um ein einfaches System, dass man sich auch in Jahren noch zurechtfindet. Und dann die Bearbeitung mit Darktable wie zuvor. Zusammenfassung, es ist ein
positiv Open Source Projekt, das also zunächst einmal kostenfrei ist. Man kann natürlich freiwillig spenden, das geht immer. Es ist recht stabil. Ich kann mich nicht erinnern, dass mir das nochmal abgestürzt wäre bei irgendwelchen Bearbeitungen. Es hat eine Grafikkartenunterstützung, von der habe ich leider nichts, weil ich keine Grafikkarte habe. Kann man sich nicht leisten in Zeiten wie diesen. Die ganzen Bitcoiner haben die aufgekauft. Umfangreiche Bearbeitungsmöglichkeiten, die also mehr sind, als ich tatsächlich nütze. Ich nütze nur einen kleinen Subset davon, aber von diesen Subset ein paar sehr intensiv und die kenne ich aus anderen Bearbeitungsprogrammen nicht in der Qualität. Man kann viele Schritte über Tastatur Accelerator vereinfachen, wenn man die einmal gelernt hat. Das funktioniert ganz gut. Was negativ ist, wenn man was negativ sagen kann: Die Menüführung und Erreichbarkeit mit der Maus ist oft schwierig. Also man muss schon sehr genau schauen, dass man die paar Millimeter richtig erwischt, weil alle diese Module haben noch mehrere Optionen, wo man auswählen kann. Und auf hochaufgelösten Schirmen kann das dann oft recht klein werden. Man braucht den Platz hier für die Bilder. Man ist an sich bestrebt, Platz zu sparen. Aber das ist eher etwas, wo ich immer wieder schaue. Ist vielleicht auch altersabhängig. Je jünger, desto leichter tut man sich da. Und etwas, was ich noch nicht gefunden habe, wie man aus dem Darktable heraus den GIMP aufrufen kann. Trotz Googlen und trotz aller Möglichkeit ist es nicht möglich, eine präferenzierte Bildbearbeitung direkt aus dem Lightroom oder aus dem Darktable heraus aufzurufen. Ist interessant. Ich habe gelesen, wo das ein bewusstes Feature ist. Warum, weiß ich auch nicht genau. Also ich würde mir das wünschen, weil es nämlich leichter ist. So muss man immer ein JPEG oder ein TIFF oder was auch immer exportieren, bearbeitet das dann mit GIMP und hat erst dann die endgültige Version, wenn man es haben möchte. So oft kommt es aber nicht vor, hin und wieder. So, jetzt, wie viel Zeit habe ich noch? 15 Minuten, dann geht sich das aus. Dann werden Sie jetzt erlauben, dass ich mich jetzt hinsetze und dann machen wir eine kurze interaktive Sitzung. Wie ich jetzt das Mikrofon gleichzeitig halten soll, wollen wir mal schauen. Geht's wieder? Super. Hören Sie mich? Ja, sehr gut. Dann probieren wir das einmal interaktiv. Ich rufe jetzt also den Darktable auf, der hoffentlich genau sich noch jungfräulich darstellt, also völlig ohne Importe. Sobald Importe mal stattgefunden haben, schaut er immer anders aus. Also da ist dann immer was vorhanden. In diesem Fall beim allerersten Mal. Importieren. Verzeichnis. Jetzt klicke ich mich zu dem Verzeichnis durch, wo ich das vorbereitet habe. Grazer Linux-Tag, ja, 2018. Demo-Fotos öffnen. Und dann öffnet sich jetzt der Leuchttisch. Man kann da also einfach herum, ja, kann man wirklich herumzoomen. Also wenn man das Bild größer betrachten möchte, einfach mit Z schaltet das immer auf den Anblick, Vollanblick vor. Gibt also Basisinformation, welche Brennweite, welche Blende, Verschlusszeit und welche Empfindlichkeit. So die Grundinformationen. Wenn wir jetzt bei diesem Bild bleiben, oder sicherheitshalber, ja, bleiben wir bei diesem Bild. Oder was gibt es sonst noch? Sicherer wäre natürlich diese Version, weil die haben wir schon durchgespielt, aber probieren wir halt eine andere. Sind wir nicht so. Ich kann jetzt hier unter Ausgewählte exportieren, unter diesem Punkt, hier eine Datei festlegen. Und zwar gehen wir da wieder auf den Grazer Linux-Tag 2018, Fremdvortrag. Und Sie sehen jetzt schon, verglichen mit vorhin, ist jetzt automatisch bei jedem NEF eine XHTML-Datei dabei, also eine XMP-Datei, die quasi die Sidecast drin mit
allen Bearbeitungsinfos, die dort vorhanden sind. Ich installiere jetzt aber trotzdem eine neue Datei, nennen Sie JPEG, JPEGs, und das sei dann das Ausgabeziel. Jetzt bearbeiten wir dieses Bild entweder durch Doppelklick auf dieses Bild oder einfach D und etwas warten. Bin ich jetzt in der Dunkelkammer drin, sehe dann links dem Histogramm, eigentlich sind schon alle, also alle Werte relativ gut ausgefüllt, aber schauen wir mal dahin in die, da haben wir jetzt gerade ein bisschen viel. Was ist jetzt da passiert? Wurscht. Ja, gehen wir da in Werte, die wollte ich eigentlich haben. Werte. Da werden die Helligkeitswerte mit drei einfachen Balken, also Schwarzpunkt, Weißpunkt und Graupunkt, oder mit durch Verschieben kann man das Histogramm beeinflussen. Gehen wir einfach mal auf Auto, schauen, was passiert. Nicht viel. Ich kann dann auf die Mitte hinfahren. Mit dem Mausrad kann man die dann etwas ins Hellere verschieben oder etwas ins Dunklere, wie man das haben möchte. Man könnte auch schauen, wenn man etwas Weiß, ausgefressenes Weiß toleriert im Bild und etwas mehr Kontrast im Schwarz haben möchte, lässt sich das alles damit steuern. Ein anderer Punkt, wenn man jetzt da, genau, man kann jetzt mit der mittleren Maustaste, dort wo das Mausrad ist, einmal reinklicken, ist dann bei der Vergrößerung 100%, da geht es ja noch auf das zu, Vergrößerung 200%. Man sieht, dass jetzt da der Hintergrund ein bisschen verrauscht ist und das bei einer Empfindlichkeit von 400 ISO, naja, müsste so nicht sein. Es ist also die Entrauschungseinstellung in Darktable sehr, sehr konservativ. Daher gehen wir jetzt in die Korrekturgruppe. Die ist sehr reduziert, da ist nur Schärfen- und Objektivkorrektur drin, die könnte man auch noch reinfügen. Aber man kann da durch einen weiteren Klick drauf, naja, machen wir es doch nicht so, gehen wir weitere Module und da kann man da drunten das Rauschmodul entrauschen, glaube ich, bin ich da schon bei, entrauschen Profil aktivieren, dann tauchst du da oben drin, nehmen wir die anderen noch dazu und dann sind die jetzt in der Korrekturgruppe quasi vorhanden und jetzt das Entrauschen Profil aktivieren und Sie sehen, dass das Rauschen jetzt schon weg ist, also das ist schon einmal weggegangen, da ist schon einiges nicht mehr vorhanden. Jetzt noch die Effektgruppe, da wollte ich Ihnen noch was demonstrieren. Das ist quasi mein Lieblingsmodul, mein Lieblingsfilter, und zwar der Equalizer. Der Equalizer ist eine Technik, die auf Wavelet-Theorie aufbaut. Wavelet-Theorie, das sind so Ort-Orthonormalfunktionen, die über zweidimensionale Bildinformationen drüber gelaufen werden kann, wo man dann abhängig von der Feinheit der Struktur lokal Kontrast oder was auch immer verstärken kann. Da sind ein paar Werte vordefiniert. Gehen wir da mal rein auf die normale Auflösung. Sind ein paar Werte vordefiniert. Wenn man da zum Beispiel Klarheit auswählt, dann sieht man, dass sich der Kontrast verstärkt hat. Das muss einem jetzt nicht gefallen, das kann vielleicht ein bisschen zu viel sein. Da kann man da wieder zurückgehen, diese Intensität dieser Korrektur etwas zurücknehmen. Man kann es dann auch vergleichen, wie hat es vorher ausgeschaut, wie schaut es jetzt aus. In Summe hilft dann das Bild etwas klarer, kontrastreicher zu machen, ohne dass extrem viel Information vorhanden geht. Wenn man jetzt da noch zu den Verlauf hinschaut, dann sieht man, dass da alle Bearbeitungen beieinander sind, alle Bearbeitungsschritte. Den Equalizer habe ich mehrfach angeklickt. Man kann jetzt zusammenfassen, dass also nur noch die notwendigen Bearbeitungsschritte drin sind und man kann jederzeit zurückgehen. Sehen Sie, da. Das war das Bild, als es importiert wurde. So schaut es jetzt aus. Viel hat sich nicht geändert, aber ein bisschen was ist. Hat sich getan. Es war an dem Bild ist nicht irrsinnig viel zu machen. Man könnte jetzt noch hergehen. Was machen wir noch schnell? Gehen wir da her, machen es ein bisschen heller. In den Schatten ein bisschen heller. So. Und jetzt könnte es mit Steuerung eh schon exportieren. Das ist also keine große Hexerei. Man kann, wie gesagt,
wenn das eine Bearbeitung ist, die ich immer haben möchte, dann kann man die gewissermaßen zusammenfassen. Ich kann hier einen neuen Stil mir definieren, nennen wir einen Standard. Und dann steht der mir jetzt hier immer zur Verfügung. Jedes Mal, wenn ich ein Bild habe und Standard aufrufe, wird es nach diesem Muster bearbeitet. Ja, wie viel Zeit ist noch? 10 Minuten. Dann nützen wir die Zeit durch eine Fragestunde. Bitte, bitte. Achso, Entschuldigung. Ja. Und zwar ist es weniger eine Frage, sondern eine Softwareempfehlung. Zur Fotoverwaltung benutze ich selber gern Digicam. Und zwar der große Vorteil dabei ist, dass das auf Ordnerebene funktioniert. Okay. Und sollte es irgendwann nicht mehr benutzen, sind die Ordner so benannt, wie im Digicam das macht. Das gleiche gilt für JPEGs. Es schreibt in die JPEGs direkt rein, wenn ich es aussuche. Und auch da kann ich von Digicam weggehen und meine Sammlung ist weiterhin. Ja, das ist sicher eine vernünftige Sache. Die andere Programme, also auch die, die haben interne Datenbanklösungen. Und wenn man da dann die Plattform wechselt aus irgendeinem Grund, also die Softwareplattform, dann steht man mit der alten Datenbank an. Ja. Genau, deswegen die Empfehlung und vor allem deswegen, weil ich sehr lange danach gesucht habe nach so einem Programm, das das kann. Danke für die Empfehlung, sehr schön. Hat noch jemand eine Frage oder eine Anregung? Unscharf maskieren, maskieren. Manche Bereiche maskieren. Ja, ist möglich. Ja. Ja, das sowieso. Also unscharf, ja, das geht. Also mit so, ja. Das geht. Man kann auch, die Frage war zuerst, ob mehrere Ebenen sind. Es sind auch mehrere, irgendjemand, Bearbeitungsebenen. Mehrere Bearbeitungsebenen sind auch möglich, natürlich. Natürlich, ja. Weil ich verwende in erster Linie. Geht's? Okay. Ich verwende in erster Linie GIMP für meine Bearbeitungen, mache sehr viel im pressefotografischen Bereich und mache eigentlich mittlerweile fast in erster Linie nur noch, wenn es notwendig ist, ein bisschen Kontrastbearbeitung. Okay. Und das zweite ist halt Zuschneiden, aber das ist, glaube ich, nicht unbedingt der Haupttask von dem, sage ich jetzt. Ja, also Zuschneiden ginge natürlich auch, ist keine Frage. Es sind auch ein paar so Sachen wie Perspektivenkorrektur, die ich sehr toll finde. Und das Ganze lässt sich dann auch auf Ebenen anwenden, also wenn es notwendig wäre. Machst du eigentlich damit auch Collagen, oder? Mache ich nicht, nein. Okay. Also ich persönlich mache keine Collagen. Also ich bin da oldschool. Ja, ist okay. Ja. Gehört halt auch dazu. Ja. Okay. Wenn sonst keine Fragen mehr sind, dann wünsche ich allen Fotofreunden noch einen angenehmen Linux-Tag. Okay.